Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Democracy for Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Schon nochmal in diese Übersicht gehen mit den Schulden, mit der Entwicklung der Schulden und des Bruttoinlandsprodukts und so. Dieses hier? Diese komplett Übersicht. Genau. Wie weit zurück kann man da gucken? Nicht allzu weit. Nicht weiter als das hier. Also das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Runden. Wir hatten, ich will auch nochmal auf das reagieren, was Frank hat im Chat sagt. Er hat geschrieben, dass er das Spiel immer so spielt, dass er versucht, irgendwie die Schuldenkrise in den Griff zu kriegen. Und dann läuft es schon und dann kann man sich das coole Land bauen. Das hatten wir auch eigentlich. Jetzt mit dieser Schwierigkeitsstufe hat es dazu geführt, dass wir innerhalb kürzester Zeit mehrfach runtergestuft wurden von, ich glaube, Doppel-A auf C innerhalb von, keine Ahnung, 4, 5 Runden oder so. Auf jeden Fall relativ schnell. Was aber seitdem nicht mehr passiert ist, dass trotz unserer guten Wirtschaftsdaten wir wieder hochgestuft werden. Und dadurch hoffen wir gerade einfach nur, dass die Weltwirtschaft rangeht, damit wir endlich aus dem Defizit rauskommen. Ja. Deswegen haben wir investiert und wie man sieht, hier einen relativ geraden Strich. Genau, und hier unser Einkommen, ja, ne? Government Borrowing 62%, die Ausgaben, Interest, also die Zinsen für unsere Schulden sind 55% unserer Ausgaben, Frank. Und ansonsten, ja, interessant. Also wir sind jetzt hier wirklich an einem Extrempunkt von diesem Spiel. Wir pushen das aber auch. Und wir haben uns da was Schweres vorgenommen, aber wir werfen die Flinte nicht ins Korn, sondern gucken, wann das Spiel dahin kommt, zu sagen, verpisst euch. Und dann machen wir was Neues. Das Schöne ist, dass wir gerade drüber reden und ich nochmal diese einzelnen Zahlen gesehen habe. Danke, Frank, auf jeden Fall. Dass du jetzt gerade dazu führst, ich habe gesehen, dass wir noch die Steuervorteile für Verheiratete haben. Ja. Warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Weil verheiratet sein hat ja jetzt erstmal nicht zwangsläufig was mit Kinderkriegen zu tun. Kinder werden ja unterstützt auf ganz vielen Stellen. Achso, da kommen wir ja darüber rein. Und das kostet uns tatsächlich 1, irgendwas Milliarden. Ja, können wir abschaffen. 1,6 Milliarden. Ich will jetzt hier auch nicht unser komplettes System umhauen, aber so richtig erschließt es sich mir nicht, warum wir das eigentlich noch haben. Mir auch nicht. Können wir darauf verzichten. Sehr gut. Sehr gut. Die Bedarfsgemeinschaft existiert ja im Endeffekt trotzdem und so. Von daher. Ja, super. Ja. Gut. Das ging ja einfach. Ja, dann haben wir eine Kostengeschichte raus. Bei der Landwirtschaft sind wir halt reingegangen, weil es einerseits super gut ist für unsere Arbeitslosigkeit. Bei dem Unemployment Benefit, das ist momentan auch so viel, weil wir so eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Ja. Das wäre weniger, wenn mehr Leute arbeiten. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir, was weiß ich, bei den Vertical Farm Subsidies oder bei Agriculture noch mal ein bisschen reingehen. Aber ich denke, dass wir das fast schon auf Anschlag fahren. Ja, ja, wo ich ja gerade drauf gucke, wir könnten halt überlegen, ob wir Foreign Aid ein bisschen runternehmen. Wir können es uns mal angucken, aber das ist... Ah ja, Foreign Relations ist ein großer Impact. Da sind wir zwar hoch, aber... Gut gemachte Entwicklungshilfe führt halt dazu, dass wir, naja, weniger Leute hier haben, um die wir uns kümmern müssen. Das ist ungefähr wie ein guter diplomatischer Apparat dazu führt, dass man im Idealfall weniger Militärausgaben hat. Ja. Ja. Also dort, wir könnten dort auch nochmal rangehen, aber da bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das sein muss. Ja, bin ich auch, also würde ich auch nicht, weil der Impact auf, wo hatte ich's? Expenditure, wenn ich da jetzt runtergehe, ist halt einfach, wir sparen paar hundert Millionen und wir verringern einfach mal
die Auslandsbeziehungen um 8%, 7%. Das ist mir ein bisschen doll, finde ich. Ich auch. Ich würde übrigens noch mal ganz kurz auf den Chat reagieren wollen. Goldiger hat gerade geschrieben, dass er es total spannend finden würde, wenn wir dieses Spiel mal kommunistisch spielen würden. Das funktioniert halt nicht, weil das Spiel heißt Democracy. Und insofern können wir kein Eigentum vergemeinschaften oder sonst irgendwas machen. Insofern kannst du hier mit diesem Spiel keinen Kommunismus spielen. Ja, das Einzige, was wir tun könnten, jetzt bin ich schon wieder... nee, Perception nicht. Was wir könnten, wäre halt, dass wir in diese Sozialistenrichtung gehen. Aber wie man hier sieht, die grünen Punkte, die man hier sieht, das ist so eine Stichprobe aus Fokusgruppen unserer WählerInnen. Und da ist es halt schwierig, hier auf der... Also das ist halt eine Sache, die man lange planen muss. Also das ist nicht unmöglich, aber man kann halt in Richtung Sozialisten gehen, auf dieser X-Achse, in diese Richtung. Aber wenn man schon hier weitergeht, wird es sehr, sehr lange dauern, bis diese Leute mitkommen. Am Anfang waren unsere Wählergruppen ein ziemlich gleiches Rechteck und mit der Zeit sind diese Fokusgruppen halt auch in die Richtung gewandert, in die wir Politik gemacht haben. Aber das hat uns jetzt 13 Jahre gekostet, das zu machen. Relativ viele, aber tatsächlich, man könnte es probieren, dass man versucht, in der sozialistischen Richtung unterwegs zu sein. Das ist tatsächlich eine Option, aber ein reiner Kommunismus ist, wie Romy sagte, sehr, sehr schwierig. Ist auch total schön. Während du sprichst, geht es im Chat gerade total ab, was man alles verstaatlichen kann. Ja, Wasser verstaatlichen bin ich grundsätzlich dafür. Strom, Bahn, das kannst du alles machen, aber eine Wirtschaft lebt nicht von diesen wenigen Wirtschaftssektoren, sondern es sind die Gastronomen, die da draußen sind, es sind die Bekleidungsläden und so weiter und so fort und die großen Industrien. Und das kannst du alles nicht komplett verstaatlichen. Und was den Sozialismus betrifft, auch da sind in diesem Spiel Grenzen gesetzt. Was wir schon die ganze Zeit machen, ist eine sehr starke soziale Marktwirtschaft, wenn wir... Aber dann kommt es auch irgendwann an seine Grenzen. Ja. Und insofern, man kann in dem Spiel einiges machen, aber man kommt eigentlich nicht so richtig in ein anderes politisches System. Aber deswegen heißt es halt auch Democracy. Genau. Eine Diktatoren-Spielwiese gibt es. Mit Democracy 3 Afrika, wo man tatsächlich auch totalitäre Staaten machen kann. Mit einer Mechanik, um Wahlen zu fälschen und so eine Scherze, aber das ist so ein bisschen was anderes. Und die Darstellung ist halt von Anfang der 2010er Jahre. Ich bin eigentlich auch sehr froh darüber, dass wir hier Democracy 4 Beta jetzt schon so weit haben. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass wir hier tatsächlich auch modden. Also, dass wir Mods selber basteln oder uns angucken, was die Community hat. Ich behalte das so ein bisschen im Auge. In der Community auf Steam gibt es in den Workshops, also Mods für Democracy 4, gibt es noch nicht wirklich viele, die großen Inhalt haben. Da gibt es so Sachen wie unendlich Geld-Cheat oder sowas. Das ist jetzt aber vom das zu spielen tatsächlich nicht interessant für mich, finde ich jedenfalls. Um Einnahmen zu generieren. Ich sehe gerade, wir könnten was an der Spritsteuer machen. Also an der Benzinsteuer. Die könnten wir noch hochsetzen. Es gibt einen Vorschlag im Chat, was wir noch machen könnten. Okay. Wir könnten natürlich eine Mauer bauen. Also niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, aber wir könnten eine bauen, wenn wir wollen. Das Problem ist nur, wenn wir diese Mauer bauen, wird die Stimmung im Land so schnell so schlecht, dass unsere Wirtschaft kippt und damit haben wir auch nichts gekonnt. Mal abgesehen davon ist also die Mauer wahnsinnig teuer. Die ist unglaublich teuer und wirklich viel hat sie auch nicht gebracht. Ja, also es gibt tatsächlich, ne, also wir können tatsächlich eine Mauer bauen. Border Wall gibt es als Politik. Hier. Warte, weil ich weiß gar nicht, was ich gegen Mauern habe. Vielleicht könnte es sein, dass eine durch dieses Land ging, aber das ist auch mein. Oder?
Was habe ich gegen Mauern? Ja, lass mich. Lass gegen mich, Mauern in den Köpfen. Lass mich kurz nachdenken. Ja, ich habe auch was gegen Mauern. Ja, definitiv. Ich finde es total schön, André. Wir könnten sonst jetzt gar nicht spielen, wenn es diese Mauer noch gäbe. Das also stimmt. Vor allem wir beide nicht. Ich hätte wahrscheinlich auch dich und ich hätte niemals Politikwissenschaft studieren können. Ja. Ich hätte wahrscheinlich Physik studiert, aber wir wären uns wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen, weil du bist im Osten aufgewachsen, ich im Westen. Wer weiß, wie das mit dem Internet gewesen wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Einfach periodisch abgeschalten worden. Weißt du, ja. so ähnlich wie das jetzt jeden Sonntag in Belarus passiert, kurz bevor die Menschen auf die Straße gehen, wird einfach einmal komplett das Internet abgeschaltet. Übrigens, das andere Deutschland ist das, in dem ich geboren worden bin. Hallo Goldigold. Ja. Und ich würde jetzt nicht in Brandenburg wohnen. Also ich sende im Moment noch aus Berlin, tatsächlich aus dem alten West-Berlin, was man Gott sei Dank überhaupt noch gar nicht mehr wirklich merkt. Aber meine neue Wohnung ist jetzt in Brandenburg und die hätte ich jetzt auch nicht, wenn das so wäre. Übrigens in einem sehr interessanten, in einem Ort direkt an der ehemaligen Grenze zu Berlin, wo auch noch Mauer ist. Und da ist jetzt ein großer Sandstreifen mitten im Wald, wo quasi vorher der Todesstreifen war. Und das ist ein super Ort, um mit seinem Hund Gassi zu gehen und ihn freilaufen zu lassen. Aber es läuft einem immer so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn man sich klar darüber wird, dass nach 30 Jahren immer noch eine unglaublich fette Schneise im Wald ist, den man damals Todesstreifen nannte. Und wir haben beim letzten Stream auch schon darüber, ich bin irgendwann mit dieser Idee um die Ecke gekommen und ich weiß nicht, was mich geritten hat, einfach so zu versuchen, wo können wir noch einen Hebel ansetzen, die Immigration, also die Einwanderung runterzumachen. Und da gibt es halt ja auch noch mehr Möglichkeiten, als einfach nur eine Mauer zu bauen. Eine der Möglichkeiten ist, die Leute zu Staatsbürgern zu machen. Ist eine interessante Herangehensweise. Machst du zu Staatsbürgern und dadurch wären sie augenscheinlich keine Migranten mehr. Ja. Auch gut. Können sie auch wählen, das finde ich ja super. Und Mitbestimmung. Ja. Das ist in so einer Demokratie eh cool. Mhm. Dass man nicht über Leute redet, sondern mit und sie mitmachen lässt. Ihr seid Deutsche mit sozialistischem Migrationshintergrund. Total schön, das ist augenscheinlich, haben wir gerade eine Ost-West-Debatte eröffnet, ohne es zu wollen. Ja, es wird auch Marc-Uwe Kling zitiert, alle einbürgern. Jawohl. Ja, Edelhack hat relativ kurz und prägnant gesagt, ja, haben wir. Ja, das ist, Goldigold sagt gerade, er ist Muslim und das ist, egal ob er jetzt Staatsbürger ist oder nicht, eine Schwierigkeit, weil er damit logischerweise mit Vorurteilen konfrontiert wird. Und das ist das Problem. Vorurteile sind an der Stelle das Problem und das, was möglicherweise auch noch an systemischen Dingen daraus folgt. Mhm. Und das, wenn wir darüber reden, dass wir in einer freien, liberalen Gesellschaft leben wollen und hier diesen Staat auch genauso versuchen aufzubauen, dann bedeutet das einerseits, dass wir tatsächlich die Religion ein Stück weit hinten anstehen lassen, weil es uns wichtiger ist, dass die Leute bei uns in dem Land Frieden und halbwegs glücklich zusammenleben können und vor allem mit einer Rechtssicherheit. Und dann fangen wir hier nicht an, Racial Profiling zu machen, deswegen haben wir Community Policing eingeführt, was eine ganz andere Art ist. Wir haben ganz viele Dinge gemacht, die dazu führen sollen, dass wir kaum Spannungen in diesem Feld haben. Ja, und was auch nochmal, also jetzt gar nicht mal so auf das Spiel bezogen, diese Geschichte mit den, also was mich immer so wahnsinnig fasziniert ist, wenn man sich deutschstämmige, ist auch, es geht schon los, dass ich keine vernünftigen Worte dafür habe. Man mag es mir verzeihen, wenn ich rein zufällig tatsächlich jemanden treffe, der diesen Nachnamen hat, aber wenn ich sowas habe wie Krapotke oder so,
Das ist jetzt, das ist ein, würde man heute sagen, ja, ist ein deutscher Name. Das sah vor ein paar Jahrzehnten oder vielleicht vor einem Jahrhundert ganz, ganz anders aus. Und das ist halt auch im Wandel, was, also das kommt durch Einbürgerung. Aber irgendwie ist das mit der, mit Einwanderung ist diese durch die Globalisierung sind wir alle irgendwie ein klein wenig mobiler, beziehungsweise sind auch Familiengeschichten anders, wenn es eine Möglichkeit gibt. Und ich meine, ne, Wirtschaftswachstum und hast nicht gesehen. Und es gibt ja dann auch noch, das ist ja gerade das Problem, was mich so wahnsinnig macht, dass es halt irgendwie sowas ist, ja, das ist doch ein Türke und dann, ja, weil er so aussieht oder was. Ich weiß rein zufällig, dass er einen deutschen Pass hat und dass er die dritte Generation oder vierte Generation in Deutschland ist, aber das ist egal. Und da sind wir dann wieder bei den Vorurteilen, dass dieser unterschwellige Alltagsrassismus, der überall irgendwie mitschwingt, das macht mich halt ein klein wenig wahnsinnig. Ich weiß auch nicht, warum, wo der durchdrungene, der sozialistische Migrationshintergrund bei mir herkommt. Also ich will jetzt gar nicht irgendwelche Ursachen erforschen, aber vielleicht, also weiß ich nicht, vielleicht hängt es dann größtenteils damit zusammen, dass ich im Rettungsdienst gearbeitet habe und an der Stelle ist erstmal helfen und unterstützen und retten das, was unabhängig, was man da sieht, sondern man hilft erstmal. Das hat mich, glaube ich, geprägt. Aber ich weiß, sind wir schon wieder abgedriftet? Ich weiß, diskutiert ihr noch über Ost-West? Oder sind wir jetzt schon wieder woanders gelandet? Nee, das ist jetzt quasi nochmal so ein paar Ergänzungen kommen gerade im Chat noch rein. Achso. Ja, auch Politik beschäftigt sich immer wieder über Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, wir könnten auch dazu nochmal einen eigenen Stream machen. Ich befürchte aber, dass wir so langsam mit dem Spiel vorwärts kommen müssen. Also, es ist einfach auch wieder ein riesengroßes Thema. Er hat völlig recht, es hat viel mit Vorurteilen zu tun, auch mit eigenen Bildern im Kopf. Also es ist auch total spannend. Ich ertappe mich selber immer wieder mit so kleinen Bildern. Bei manchen Leuten sind die Bilder vielleicht größer, bei mir sind sie kleiner. Vorurteile gibt es in alle Richtungen. Das hat nicht unbedingt was mit der Hautfarbe oder der wie auch immer zugeordneten Herkunft zu tun. Das kann sich auch am Geschlecht ausrichten oder was auch immer. Und diese Momente an sich selbst zu merken, sind eigentlich die erhellendsten. Ja. Und ein guter Anfang für einen Dialog auch mit anderen Leuten über solche Dinge. Dafür brauchst du aber auch ein bisschen interne Reflexion. Und ich glaube, da, wo viele Menschen eigentlich einen Spiegel für Selbstreflexion im Oberstübchen hätten hängen sollen, wurde aber irgendwann ein Fenster installiert und man guckt immer nur nach außen und gibt anderen die Schuld. Na, oder man guckt nach innen oder guckt nur aus seiner eigenen Perspektive. Also wenn ich die ganze Zeit die Welt aus meiner eigenen Perspektive betrachte, lerne ich ja in der Regel nichts Neues dazu. Weil eigentlich wächst man nur dann, wenn man mit Dingen konfrontiert ist, die man noch nicht kennt und die man hinterfragt. Deswegen finde ich es total spannend, wenn Leute um mich rum sind, die ganz viele Dinge wissen, die ich nicht weiß, weil nur so kann ich lernen. Und das könnte man auch im Gesellschaftlichen mal so ausprobieren. Bewusst ein Buch lesen, sich immer wieder selber reflektieren, bewusst bei einem Podcast sich auch mal aufregen, sagen, warte mal, nachfragen und oder wie ihr das jetzt auch schon die ganze Zeit macht, im Chat kommentieren. Also das gehört dazu, um aus seiner eigenen Blase rauszukommen. Und uns hilft es beim, wie immer, Kopf defragmentieren. Ja. Zum Spiel. Harter Ansatz. Ich habe gesehen, wir haben noch Superstores, die bestrafende Steuer auf große Einkaufsmalls. Da können wir noch mal 700 Millionen rausdrücken. Könnten wir da? Nicht so krass aus auf das Bruttoinlandsprodukt, oder?
0,1%. Könnte ich leben. Okay. Dann, hier haben wir noch die Finanztransaktionssteuer. Wenn wir die hochsetzen, war es ein großer, ja, genau, da erinnere ich mich noch dran, da war ein großer Impact auf das Bruttoinlandsprodukt. Ja. Deswegen hatten wir die nicht angefasst. Und die Internetsteuer wird gerade noch im Chat vorgeschlagen. Ich glaube, die hatten, ja. Ja, die hatten wir. Internetsteuer, nicht Besteuerung des Internets, sondern Besteuerung von Internetkonzernen. Richtig. War auch ein Impact auf GDP. Mhm. Die könnten wir wirklich noch ein bisschen hochziehen. Ich sag mal, wir waren auf 2,8. Wenn ich jetzt mal hier hingehe, das ist vielleicht ein bisschen extrem, also 1,6 Milliarden hätten wir. Mhm, ja, okay. 2% ist ein bisschen viel. So, auch um 700 Millionen. Und ist immer noch viel. 0,9% Abzug aufs Bruttoinlandsprodukt. Völlig richtig. Guckt sich ja erst in zwei Runden richtig aus. Das stimmt. Dann wäre jetzt jetzt ein Babonspiel. Aber das hochzusetzen auf die, keine Ahnung, vier irgendwas. Und in zwei Runden es wieder runterzunehmen. Ja, ich meine, wir müssen mal langsam auch krasse Entscheidungen treffen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Dann machen wir das jetzt mal. Und Grundsteuer. Grundsteuer wäre halt noch so eine Sache, die wir anfassen könnten. Dann würde ich lieber diese Zweitwohnsitzsteuer noch hochziehen. Zweitwohnsitzsteuer. Hier. Empty Home Tax. Ist halt, ja, könnten wir um 1 Million, um 100 Millionen hochsetzen. Oder sogar noch höher. Würde sie noch höher setzen. Ja, bis zum Anschlag. Mhm. Okay. Müssen Zeug einnehmen. Haben wir noch 10. Das ist das eine und gleichzeitig brauchen wir Wohnraum. Es bringt das überhaupt nichts, wenn Leute zwei oder drei Sachen haben, die dann im schlimmsten Fall leer stehen, weil es ging ja um die Empty Home Tax. Gut, jetzt haben wir noch 10. Ist die Frage, ob wir direkt in die nächste Runde gehen oder ob uns noch was einfällt. Ja, komm, lass uns in die nächste Runde gehen. Die 10 behalten wir. Wir können ordentlich ansparen. Unser Budget ist da. Dann okay, 314 Defizit. Ja. Hey, wir haben einen internationalen Literaturpreis gewonnen, was zu einem Boost von 12% im Tourismus führt. Eine Schriftstellerin aus unserem Land hat einen Literaturpreis gewonnen mit ihrem Roman und die Geschichte spielt in unserem Land und dadurch ist das Profil unseres Landes nach oben geschossen, also mehr Tourismus. Großartig. Kein Dilemma, kein gar nichts und unser Defizit ist weiter gestiegen. Die Weltwirtschaft steigt, unser GDP steigt langsam an, niemand ratet uns down mit unserem Kreditrating. Einkommen ist gestiegen, unsere Ausgaben auch, aber auch unser Einkommen. Nicht viel, nur ein bisschen. Ja. Gut, dann wie viel wollen wir denn sparen? Wollen wir uns irgendeine Summe setzen oder wollen wir nach Plan sparen im Sinne von sektorenweise vorgehen? Ach so, ich würde nicht mir eine Summe vornehmen, weil vielleicht finden wir 4 oder 5 kleine Sachen, wo wir dann relativ wenig einsparen, was aber die richtigen Weichen setzt, oder wir finden eine große Sache, wo wir dann eigentlich mehr. Deswegen fände ich einen Betrag sehr, sehr schwierig zu sagen, sondern dass wir nach Sektoren vorgehen. Finde ich besser. Dann wäre mein erster Vorschlag, nachdem wir ja diese Kriminalitätskrise hinter uns gebracht haben, mal zu schauen, ob wir nicht am Geheimdienst sparen können. Wir gehen mal, Geheimdienst ist der hier. Mhm. Da haben wir Sparpotenzial. Ich will mal gerade auf die private Weltraumindustrie gucken. Die ist immer noch gut aufgestellt. Da können wir uns tatsächlich einen leichten Abzug
erlauben, würde ich sagen. Gehen wir da mal runter um, naja, 300 Millionen. Ist jetzt nicht wirklich viel. Ja, aber besser ist nichts. Ja. Also, dann könnten wir noch bei der Polizei bzw. bei der bewaffneten Polizei Einsparungen machen, aber die wirkt sich auch auf die Arbeitslosigkeit aus. Auch die Polizei. Nicht viel, aber ein klein wenig. Also wenn wir das beispielsweise so auf 2 Milliarden setzen. Wir haben eh eine quasi nicht existente Korruption, deswegen würde mich das dort an der Stelle nicht so wahnsinnig stören. Okay, finde ich gut. Okay, dann haben wir übrigens jetzt 1 Milliarde gespart knapp, oder? Insgesamt, ja. Mit den beiden Entscheidungen. Genau. Jetzt können wir noch bei der bewaffneten Polizei gucken. Ja, es muss von mir aus auch nicht jeder Polizist eine Waffe tragen. Da könnten wir auch so runtergehen und würden nochmal 200 Millionen sparen. Ich bin damit einverstanden. Okay. So, ansonsten... unsere Antikorruptionsbehörde ist gut aufgestellt, übrigens. Kostet nicht viel. Wirklich viele, die würde ich auch so lassen. Ja. Genau. Und ansonsten glaube ich nicht, dass wir hier noch Einsparpotenzial haben. Das bringt uns eher ein bisschen Gewinn. Aber kaum. Hier haben wir, wir geben relativ wenig aus für echt gute Vorteile. Ja, bei den Gefängnissen. Ja. Wir haben Right to Privacy auch eingeführt für relativ wenig. Es hat einen leichten Impact auf das GDP, auf das Bruttoinlandsprodukt, aber das haben wir gesagt, das nehmen wir hin, weil Right to Privacy ist wichtig. Tja, ansonsten haben wir noch das hier, aber da sparen wir nichts, wenn wir es runtersetzen. Da ja, und auch aufgrund der Migration aus dem kriegsgebeutelten Nachbarland würde uns das jetzt auch nichts bringen, wenn wir jetzt hier versuchen würden, das runterzunehmen. Das würde nur Ärger bringen. Richtig. Im Land. Ja, dann sind wir quasi mit Law and Order fast durch. Wir könnten nur noch mal... Nee, ich glaube, wir haben auch keine guten Gesetzesvorschläge mehr unter Law and Order. Da sind so ein paar krasse Sachen bei. So Sachen, bei denen wir beide immer gesagt haben, nee, machen wir nicht. Also es gibt kein Racial Profiling und es gibt auch keine privaten Gefängnisse. Oder verpflichtenden Mikrochip-Implantationen in jeden Bürger oder sowas. Also kann man machen, machen wir halt nicht. Genau. Aber dann würde ich sagen, damit nächste Runde und dann nehmen wir uns den Verkehrssektor vor. Finde ich gut. Okay, wir haben ein Dilemma. Nuclear Test Ban Treaty. Also ein Vertrag, der dafür sorgt, dass keine Nukleartests mehr durchgeführt werden sollen. Die Vereinten Nationen drängen darauf, dass wir einen Vertrag unterschreiben, der uns davon abhalten würde, Nuklearwaffen zu testen. Erstmal, Deutschland ist kein Nuklearstaat und dafür bin ich sehr, sehr froh. Und tatsächlich ist es dem Wissen, was generiert werden kann durch einen nuklearen Test einer Waffe. Es gab in der Geschichte der Erde in den letzten 100 Jahren über 2.500 nukleare Tests, teilweise oberirdisch, die meisten unterirdisch. Wir können davon wissenschaftlich und auch für die Waffenentwicklung nichts mehr lernen. Also der Lerneffekt wäre minimal. Also ein Nuklearwaffentest ist einfach nur Show of Force. Und deswegen würde ich, alleine deswegen, würde ich sagen, wir unterschreiben den Vertrag. Mal abgesehen davon, dass wir eh keine Atomwaffen haben.
auch mein Argument, lass uns den unterschreiben, wir haben sie eh nicht. Und ich vermute auch, dass sich das positiv auf unsere internationalen Beziehungen auswirkt. Ja, Foreign Relations gehen hoch, plus 5. Sehr schön. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.